Hi, ich bin Marvin und ich wollte mal ein Video machen über Amazon Warehouse Deals. Und zwar habe ich mir das HTC One X da bestellt und hatte bisher noch nie ein Review gesehen, wie jemand im Prinzip ein Unboxing macht von einem Amazon Warehouse Deal. Und ja, wollte ich euch das wenigstens mal zeigen. Wollen wir mal aufmachen. Wie gesagt, ich habe mir das HTC One X bestellt. Und Zustand wie neu war angegeben. Stand jetzt kein direkter Mangel dabei, aber wollen wir mal sehen. So, aufgemacht, ganz gut verpackt. Karton ist weg. So, haben wir hier schon mal das HTC One X. Der Karton sieht ganz normal aus. Hier vielleicht eine kleine Ecke, wo nicht ganz so schön aussieht, aber das sollte uns ja nicht stören. Gut, dann wollen wir mal reingucken in die Verpackung. Hier soll noch was aufgemacht werden. Einen Moment. So, fällt schon gleich auseinander. Na, hier sieht man. Hier hat das jemand an der falschen Seite abgeschnitten. Aber na gut. So, hier sieht man schon das Handy selber. Hier sehen kann. I'm the one you've been waiting for. Also man sieht jetzt auch keine Kratzer etc. auf dem Handy selber. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet bei Zustand wie neu. Ziehe ich mal die Folie ab. Das Display. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Sieht auch sehr neu aus. Also sieht aus, als wäre es wirklich gar nicht benutzt, das Handy. Gut, dann haben wir hier noch ein paar Broschüren, die immer dabei liegen. Boah, die interessieren uns ja eigentlich nicht weiter. Und dann haben wir hier noch das Zubehör, was mich auch interessiert hat, wie das so verpackt ist. Denn das sieht auch, wie man es hier sehen kann, sehr gut verpackt aus und ist sogar noch zugeschweißt. Von daher gehe ich mal aus, dass das Handy wirklich nur einmal aufgemacht wurde und danach wieder zurückgeschickt wurde. Also, hier sieht man wirklich gar nichts und wirklich hier kann man wahrscheinlich sehen, alles noch zugeschweißt. Auch die Kopfhörer. Jo. Aber ich werde jetzt nichts mehr über das Handy selber sagen, dafür gibt es ja schon genug Reviews. Mich hat das halt nur mal interessiert, wie die Qualität und wie es verpackt ist und so. Ja, und ihr habt es mal. Hier ist das Handy. Sieht für mich tadellos, einwandfrei aus. Und wie gesagt, ich habe es günstiger bekommen. Für 411 Euro waren das jetzt, glaube ich. Ja, also ich bin zufrieden. Gut. Ciao.